meine Knuffelfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge zu einem etwas anderen Video. Ich habe vorhin eben gerade ein Paket bekommen von Hermes und ich dachte, ich packe das mal mit euch aus. Ich habe nämlich was bestellt. Was seht ihr gleich? Seht ihr sofort? Ja, doch. Geht doch, ne? Nämlich die NVIDIA GeForce GTX 1070 von Gigabyte. 8 GB GDDR5 Speicher mit 3 Lüftern. Sieht man hier auch nochmal. Hier wird nochmal das Kühlersystem erklärt. Hier sind die Anschlüsse. Ich brauche eigentlich nur den HDMI und den DVI-Port. Taktrate kann ich gerade doch was zu sagen. Ich glaube, ist übertaktet auf 1741 MHz ungefähr. Dann packen wir das gute Stück mal aus. Krampf ist das alles immer so scheiße. Falls übrigens irgendwer von euch meine GTX 970 kaufen möchte, die stelle ich gleich ins Internet. Hier haben wir erstmal, wow, so eine Verpackung für Quick Guide. Wow, das brauche ich nicht. So, und die neue hat sogar orangene Streifen. Das gute Stück. Erstmal übel geil. Ich mag die Lüfter voll. Und die orangenen Streifen finde ich auch geil. Hier sind die Anschlüsse. Was übelst schade ist, ist das hier, bei der 79 hatten sie hier nämlich noch den GPU-Prozessor, hatten sie den offen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht mehr so eine doofe Idee, Alter, wenn ihr wüsstet, wie kalt das ist, ne? Oh. Hier haben wir die Netzanschlüsse, da hinten. Von meiner 79 brauchte 2 von diesen 8-Port-Pins. Jetzt brauche ich nur noch, jetzt brauche ich nur noch einmal 8. Hier ist der PCIe-Anschluss. Und hier sind die, doch, hier ist der HDMI-Port. Da. Und hier haben wir dreimal den DisplayPort, danke. So, hier haben wir einmal den DVI-Anschluss. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich. So, ich wollte noch mal kurz den Vergleich zeigen zwischen den beiden Grafikkarten. Ich habe eine ziemlich meine Grafikkarte hier ausgebaut. Hier seht ihr mal, nicht wundern, ich bin echt nicht ordentlich, was mein Computer angeht. Falls ihr wissen wollt, was da alles drin ist, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann zeige ich dich da mal genauer drauf ein. Und hier kommen wir auf jeden Fall zu den guten Stücken. Also hier unten haben wir die 970 von Gigabyte. Hier sieht man das nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ein bisschen. Und hier haben wir die 1070. Anschlüsse sind gleich geblieben, außer dass ein DVI-Port weggefallen ist. Und ja, Lüftersystem ist auch gleich. Hier haben sie es nur noch einmal ein bisschen schöner designt als hier. Die 1070 ist ein bisschen kürzer als die 79, was ich persönlich gut finde. So, jetzt kommen wir zu den Rückseiten. Ich finde, wie ich ja eben schon gesagt habe, die Rückseite der 79 finde ich um einiges schöner als die von der 1070. Die 1070 sieht zwar schon edel aus, aber ich finde die 79 einfach schöner, weil man hier nochmal den schönen GPU-Kern sehen kann. Und ja, ich zeige sie euch gleich nochmal, wenn sie angebaut ist. Ich habe hier jetzt gerade mal Battlefield 1 offen. Ich war eben schon ein bisschen in der Action und habe ein bisschen rumprobiert mit den Grafik-Settings. Also, es läuft gerade auf. Hier einmal randlos, das sind 1080p, 60 FPS, 60 Frames. Vertikale Synchronisation aus. DirectX 12 habe ich auch noch aus. So, Auflösungsskala ist auf 100%. Das könnte ich auch noch höher stellen. Habe ich auch eben schon, das funktioniert trotzdem. Frames habe ich hier halt nicht gecapped. Wieso auch? Speicherbeschränkung auch aus. Und hier seht ihr, alles ist auf Ultra. Kann halt reingehen. Na, okay, jetzt ist die Runde vorbei, aber ihr seht hier oben, dass ich um die 100 FPS bin. Bei den Settings, wenn ich das auf 150% Skalierungsrate stelle, dann ist er sogar auf, immer noch auf 80 gewesen. Also, ich muss sagen, ich bin davon überzeugt, sage ich jetzt mal. Ich finde das echt cool. Freut mich auf jeden Fall, dass die so gut funktionieren. Also ich musste nicht mal die Treiber aktualisieren, weil normalerweise muss man ja mal die Treiber aktualisieren, aber dadurch, dass man dass sie aus derselben Reihe sind, also 79, 1070 hat Nvidia alles, ist das halt alles auch sehr gut treiberoptimiert und deswegen brauchte ich da auch nicht mehr großartig was machen. Ja, ich sag euch jetzt mal danke fürs Zuschauen. Falls ihr mehr von diesen Dingern sehen wollt oder allgemein mal Vlogs sehen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt einen Daumen hoch lassen. Dafür sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.